weil ich unfassbar viele Nachrichten bekomme, weil KuchenTV mich in seiner Story erwähnt hat, warum ich dann Leute aus meinem Twitch-Chat battle. Moin, was geht ab? Willkommen zu What's Up Feedback. Gestern hat sich Ali The Duck ein bisschen Luft gemacht auf Twitter und Instagram. Es gibt da nämlich ein paar Unstimmigkeiten zwischen ihr und KuchenTV. Es geht darum, dass Ali jemanden in ihrem Twitch-Chat gebannt hat, weil sich dieser als AfD-Wähler geoutet hat. Und KuchenTV ist der Auffassung, dass das Verhalten von Ali hier undemokratisch ist. Doch schauen wir uns die Situation erstmal an. Ich will die AfD, was jetzt? Kein Problem, du wirst gebannt. Einmal bitte Tron of Nico bannen in meinem Chat. Vielen herzlichen Dank. Wie gesagt, ich kann nicht Rassisten auslöschen. Die wird es leider immer geben. Ihr seht, KuchenTV geht hier auf die Meinungsfreiheit ein. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was Ali The Duck dazu zu sagen hat. Wenn ich solche Leute in meinem Chat banne, dann offensichtlich, weil die einfach ganz klar was gegen mich haben. Und wenn jemand schon in meinen Twitch-Chat reinkommt und sagt, ich wähle die AfD und jetzt, wo ich gerade eine Debatte habe und gesagt habe, dass hier Rassismus, Sexismus und Homophobie nicht toleriert wird, natürlich wird die Person gebannt. Die will doch einfach nur aufmucken, hä? Das Problem fängt hier an, weil KuchenTV scheinbar nicht die richtige Definition von Meinungsfreiheit kennt. Was aber tatsächlich ein sehr verbreitetes Problem ist. Die Meinungsfreiheit schützt uns nämlich vor dem Staat, vom Staat belangt zu werden, wenn wir etwas sagen, was dem Staat nicht gefällt. Meinungsfreiheit heißt nicht, dass wir immer und überall alles sagen dürfen. In diesem Fall heißt es, dass Ali die Regeln aufstellt, wie man sich in ihrem Chat zu verhalten hat. Und wenn man sich an diese Regeln nicht hält, dann läuft man eben Gefahr, gebannt zu werden. Und das ist ihr gutes Recht. Aus dem Grund ist die Kritik von KuchenTV an Ali rechtlich gesehen Quatsch. Später hat KuchenTV Folgendes erklärt. Deswegen finde ich das persönlich immer doof, wenn man Leute halt nur aufgrund ihrer politischen Ausrichtung, also beziehungsweise ihrer Partei, die sie wählen, halt irgendwie wegbannen oder so. Ich finde, das muss nicht sein. Ich finde auch, dass man mit diesen Leuten reden sollte und sie nicht direkt aufs Abstellgleis stellen sollte. Aber man muss sich natürlich auch selbst vor Augen halten, ob so eine Diskussion tatsächlich auch zielführend ist. Zumindest dahingehend, dass man sich anständig unterhalten kann. Und das war hier scheinbar im Fall von Ali The Duck nicht der Fall, da der Kommentar von Anfang an auf Provokation aufgebaut war. In seiner Instagram-Story hat KuchenTV Stellung bezogen zu den Worten von Ali. Zum einen hat sie gesagt, dass sie keine Rassisten bzw. allgemein intolerante Leute in ihrem Chat haben möchte. KuchenTV hat das unter anderem darauf geantwortet. AfD gleich Rassisten. Genauso funktioniert das nämlich, meine Freunde. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich traurig, wie wenig Ahnung man von der Politiklandschaft oder von der Partei generell eigentlich haben kann, aber dann trotzdem so viel Meinung im Internet veröffentlicht. Ja, nicht jeder AfD-Wähler ist automatisch auch gleich ein Rassist. Das stimmt natürlich. Es gibt ja aber trotzdem Gründe, warum viele Menschen ganz bewusst Abstand von dieser Partei nehmen und sich beispielsweise auch nicht für ihr Wahlprogramm interessieren. Die Aussage von KuchenTV geht aber noch weiter. Das ist übrigens auch genau das, was Day in seinem Ansage an alle Influencer kritisiert hat, dass man halt von jedem ein Statement erwartet, aber es gibt halt nun mal Leute, die sich nicht so gut auskennen. Und dann ist es vielleicht besser, dass man vielleicht ein bisschen weniger sagt als zu viel, weil man halt einfach Bullshit labert. Und das bringt im Endeffekt halt auch niemanden weiter. Okay, das, was KuchenTV bis hierher gezeigt hat, ist also genau das, was er jetzt auch noch kritisiert. Kann man machen. Dann hat sich KuchenTV aber auch noch von der AfD distanziert. Natürlich ist die AfD absolute Bullshit-Partei. Ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und es ist gut, dass die gerade immer weiter sinkt. Im Anschluss redet KuchenTV dann aber noch über Rassismus gegen Weiße. Sehr lustig, das von einer zu lesen, die sagt, dass es keinen diskriminierenden Rassismus gegen Weiße gibt, lustigerweise. Weil Rassismus ist doch unabhängig von der Hautfarbe. Rassismus heißt, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu benachteiligen oder anders zu behandeln. Dass es strukturellen Rassismus in Europa und Amerika natürlich nur gegen Schwarze gibt und nicht gegen Weiße, ist natürlich klar. Und dagegen muss auch was unternommen werden. Das ist eigentlich krank, dass es im Jahr 2020 immer noch so ein großes Thema ist. Aber trotzdem kann doch ein Schwarzer genauso rassistisch gegen einen Weißen sein. Im ersten Moment scheint das ja schon Sinn zu machen, was er hier erzählt. Rassismus geht gegen alle Hautfarben, warum also nicht auch gegen Weiße? Nun, der Grund ist die Geschichte des Rassismus, denn nein, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, das erkläre ich jetzt ganz schnell. Erstens, es gibt keine Rassen. Zweitens, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil Rassismus eine von Weißen erschaffene Sache ist. Im 19. Jahrhundert waren die weißen Europäer schon davon überzeugt, dass sie die besten, die reinsten, die vollkommensten Menschen sind. Das wollten sie dann auch wissenschaftlich untermauern und Naturforscher haben Menschen in Rassen eingeteilt. Je nachdem, wo auf der Welt sie leben. Man ist damals davon ausgegangen, dass sich Menschen durch erbliche Merkmale unterscheiden. In den Schulen wurde dann den Kindern beigebracht, dass es verschiedene
Rassen von Menschen gibt und dass die Weiße davon die vollkommenste ist. Durch die Kolonialisierung ist der Rassismus dann so richtig in Fahrt gekommen. Anderen Kulturen wurde zum Beispiel die weiße Lebensweise aufgezwungen, weil die Weißen der Überzeugung waren, dass sie die besten Menschen sind und dass jeder genau so leben muss wie sie. Zudem wurden durch die Kolonialisierung ja viele Millionen Menschen versklavt, zum Beispiel aus Afrika, um für die weißen Menschen eben zu arbeiten. Rassismus ist also ein Mittel der Weißen, um andere zu unterdrücken. Ein Mittel, um die eigene Stärke zu demonstrieren. Und deswegen ist Rassismus gegen Weiße nicht existent. Weiße Menschen sind keine Minderheit. Es ist historisch nicht möglich, dass man rassistisch Weißen gegenüber sein kann. Hass gegen Weiße existiert aber natürlich. Unter anderem wegen dem Rassismus. Und allgemein Hass gegen Menschen aus anderer Herkunft oder anderer Religion geht natürlich noch viel weiter zurück. Das ist dann allerdings kein Rassismus. Das war jetzt die Kurzform Rassismus erklärt. Das Problem hier mit dem, was KuchenTV also gesagt hat, ist, dass es entweder komplett falsch ist oder einfach nicht ganz richtig. Die Kritik an Annie the Duck basiert hier also rein auf Halbwissen. Deswegen, Freunde. Es gibt halt nun mal Leute, die sich nicht so gut auskennen. Und dann ist es vielleicht besser, dass man vielleicht ein bisschen weniger sagt als zu viel, weil man halt einfach Bullshit labert. Und das bringt im Endeffekt halt auch niemanden weiter.